Fresse. It's your problem. Was heißt das jetzt? Ich kann kein Deutsch, oder was? Ja, I don't speak German. Ah ja. Leider habe ich... Naja, aber ich muss ja auf Englisch antworten, sonst hätte ich es nicht verstanden. Nee, du hättest komplett in Deutsch durchziehen müssen, weil dann hätte ich mir... Ja, aber dann hätte ich mir den Bart nachstutzen müssen, links und rechts. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn das mit, diesen, ganzen, diesen ganzen Ausländern, die hierher kommen und selbst noch nach sechs Monaten, nach sechs Monaten immer noch denken, oh, wie, eigentlich schäme ich mich ein bisschen, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber es ist cool, überall kann man mich mit Englisch verstehen. Ich brauche kein Wort Deutsch lernen oder mir mal ein bisschen Mühe geben, die Kultur anzunehmen. Voll die Hasstirade. Neugierig zu sein. Hä? Voll die Hasstirade. Komm, weiter. Warum? Weiter, weiter. Warte, ich mach auf. Ist das wirklich an? Ist an, na klar. Ich filme runter, ich filme hoch, ich filme runter. Er hat mir heute Morgen Frühstück gemacht. Ich weiß nicht, was da drin war. Naja, Cornflakes. Er sieht durchtrieben aus. Ja. Mist. Nein, aber ganz im Ernst, das ist Kulturschauvinismus. Kulturbolschewismus, finde ich. Kulturschauvinismus, weißt du, da beschweren sich alle über Türken, die 30 Jahre hier sind, kein Deutsch können. Aber das ist ja ganz klar, weil die 200.000 aufeinander glucken. Halt eine ganz andere Kultur. Sag mal, das war, eine Touristin. Was soll die denn hier noch quatschen? Wenn die Deutschland innerhalb einer Woche. Kann ich auch nicht. Wenn ich nach Frankreich gehe. Tourist in Ungarn, in der Mongolei. Und dann lernst du sofort Mongolisch. Nee, dann sag ich so, was heißt denn auf Mongolisch guten Tag? Und dann sag ich, ja, aber du glaubst ja nicht, wie viele das auch machen hier. Das ist ja auch wirklich so hoch. Das ist ja egal, wer. Das merkst du halt an offenen Menschen und verschlossenen Menschen. Merkst du halt an Leuten, die nur Facebook benutzen oder Leute, die auch mit realen, existierenden Menschen Kontakt haben.